So, ja, willkommen zurück, meine lieben Freunde. Nächste Folge. Ja, wir haben ja letzte Folge die zwei wahrscheinlich schlechtesten Karten überhaupt gespielt. Ich weiß immer nicht, wie die schaffen die das hier rein. Naja, gut. Wir machen den Dschungellauerer. Dschungellauerer. Und dann würde ich sagen, machen wir hier noch perfektes Paar. Aber oh, fangen wir mit dem an. So, B700, Jahrzehnt 2010. Und ich habe da schon mal reingelunzt, beziehungsweise mir mein Auto ausgesucht. Das habe ich schon mal alles vorweggenommen. Ja. Dass wir auch direkt starten können. Genau, Warnsteuer fortsetzen. Also es sind auf jeden Fall drei Strecken. Und wir machen das Ganze mit dem Sportsback. Ich glaube, wir könnten sogar theoretisch für jede Runde ein Auto wechseln, ne? Das geht, glaube ich, im Singleplayer. Im Koop geht es, glaube ich, nicht. Ah, ist ja egal. So. Dschungeltalfahrt. Für mehr ist die Kiste nicht ausgelegt. Dafür haben wir recht guten Grip. Der Raptor sieht schon geil aus, ne? Also, wenn du den im Rückspiegel hast. Ja, wir kommen immer näher. Weil hier sind super Kurven, wir können die halt mit Vollgas nehmen. Sanft lenken. Hier vorne haben wir ein bisschen Geschlängel. Oh Mann. Lupfen. Shit. Viel stärker einbremsen müssen. Den kriegt man nicht mehr, aber egal. Zweite Platz. Ich glaube, wenn wir konstant Zweiter sind, kriegt man trotzdem. Haben wir trotzdem, glaube ich, trotzdem gewonnen. Außer der macht hier immer den ersten hier. Mal Cobra. Okay. Auf zum Zweiten. So, die waren hier links irgendwo. Da ist eins und da oben ist eins.
fortsetzen. So, wir haben ja nur den, das ist... Ich weiß nicht, warum wir den nehmen, aber ich weiß die Höchstgeschwindigkeit wieder nicht und die Gänge weiß ich nicht. Und da ist der eigentlich schon am geilsten. Könnte natürlich auch den hier nehmen. Da weiß ich halt auch wieder nicht, ne? Das ist halt so eine Geschichte. Oder den hier. Den hier nehmen. Unschalker, aber ich weiß halt wieder nicht, ne? Wie die Gänge und so. Müssten wir halt vorher irgendwie gucken. Oder den X-Raid. Was haben wir noch? Nur Megan. Könnten wir auch nehmen. Ansonsten. Oder hier den. Den Toyota, den 86er. Ach komm, nimm mal den Toyota. Was haben wir denn zu verlieren? Dann müssen wir es halt normal fahren. Die Toyoten kommen. Oh, kleines Radkäppchen. Soll ich dir meine Nummern schildern? Das Radkäppchen, der böse Golf. So. Fortsetzen. Mit dem ganz gut ran. Normal Cobra ist wieder vorne, das ist schlecht. Da war jetzt erst die erste Strecke schon erst da, aber mit dem Wagen geht es echt ganz, ganz geschickt. Bisschen verbremst beim Einbremsen. Wir haben ja kein ABS. Wir haben ja nichts. Wir haben kein Geld für sowas. Dem Spiegel das recht gut. Handbremse, Gas und dann Kupplung einfach schnappen lassen. Bei Wreckfester spinnt das immer mal ein bisschen irgendwie, habe ich das Gefühl. Da nimmt er das nicht so richtig an, wie ich das will. Aber dafür ist auch das Feedback richtig, richtig gut, finde ich. Also Forza ist natürlich auch gut. Das sind ja auch zwei unterschiedliche Spiele. So. Dann nehmen wir den auch für die dritte Runde, würde ich sagen. So.
So, die war hier ein bisschen rechts da. Horizon Arcade beginnt demnächst. Ich will nicht daran teilnehmen. Fortsetzen. Ja, nehmen wir den gleich wieder. Ich meine, der Audi ist jetzt auch nicht schlecht, aber der hat halt Offroad-Reifen drauf. Das ist sein, sag mal, Manko ist es ja nicht. Er hat halt woanders seine Vorteile. Ja, mit dem Wagen ja, mit dem Toyota hier, haben wir auf jeden Fall auch den Grip und wir haben Straßenreifen drauf, ne? So. Bisschen weit raus. Wieder hier lang. Ja. Oh shit. Ah, das war ein anderer, Gott sei Dank. Wenn es jetzt Cobra wieder gewesen wäre, dann hätten wir unsere Punkte einpacken können, weil der, gut, da ist eins hinter uns. Somit haben wir immer noch mehr Punkte. Ja, das wäre jetzt ein bisschen blöd gelaufen dann, ne? Gut. Neues Auto, Subaru BRZ.
Schön. Das kann man einlösen. Den Bronco-Raptor. Aber ich glaube, den haben wir schon. Puh. Na ja, gut. So, Blitzer und Ding. Das sind wir stehen geblieben. E700 Offroad. Da könnten wir eigentlich den Audi nehmen. Theoretisch. Wieso stehen wir ja nicht am... Solar. Ach, das sind auch wieder 3 Rennen. Jo. Oh, wir haben ja noch 15. 15 Minuten haben wir ja noch Zeit. So, okay. Ja, dann nehmen wir den hier. Wir können auch den... Nee, dann nehmen wir lieber den Elektrowagen, oder? Nee, das ist Mini. Ist gar kein Elektro. Oh, aber der hat auch kein Allrad. Nehmen wir doch lieber den. Der hat Allrad. Ja, ist aber auch cool. Warte mal. Auto wechseln. Auf jeden Fall B war der. Oh. Wo ist er denn jetzt? Warum kann man den eigentlich nicht nehmen? Das ist auch B, aber es ist halt nicht Offroad. Ne? Das ist Hot Wheels da. Müssen wir erstmal nach die Gänge gucken. Weil ich muss die nach und nach stelle ich die halt um. Auf 6 Gang. Ah, der hat 7. Dann machen wir das hier einfach so. Oh. Und so. Das war der 6. Gut, ne? So, wir testen bloß mal hier deine. Ah, doch. Stopp, das lass mal hier mit dem. Wird schon schief gehen. Bronco klingt einfach mega, ne?
gedietscht, gedietscht. War schon. Okay. Gut. Jetzt sollte man natürlich wissen, wo die anderen Strecken alle waren. Okay, hier haben wir eine. Und? Ah, hier oben. Okay, die andere ist am Stadion. Dann machen wir die zuerst und dann die am Stadion. So. Und dann die am Stadion nicht vergessen. Müsste mich mal kurz anlehnen. Yeah.
Links. Black Duck hat auch den Ford Ranger. Du Justus mit dem Mini gefahren, okay. Shiba Ranger. Eco Porsche. Okay. Wir haben festgestellt, dass du das Design und so. Keine Ahnung. Ja. Entscheide mich da später darüber. Ich möchte mich darüber später entscheiden. Vielleicht nehme ich auch anders Design. Bin da nicht so immer da gleich. Ah, ja. Apropos liken und gefällt mir. Kannst du auch bei dem Kanal und bei dem Video machen. Abonnieren und liken. Wenn nicht, dann ist auch okay. So. Oh, schon wieder Level Up. Dann war das am Stadion Offroad. Oh, 4 Minuten, schaffen wir das noch? Oh, bestimmt. Wir können ja auch mal wieder überziehen. Das, was man da einen Folge sparen, kann man bei der anderen wieder draufhauen, ne? Weil ich weiß ja nicht, ob die Länge euch passt. Also ich mag immer so halbe Stunde Videos. Die sind eigentlich ganz okay. Eine Stunde oder zwei, das zieht sich ja keiner rein, oder? Oder wollt ihr das so? Weiß ich ja nicht. Könnt ihr ja gerne mal schreiben in die Kommentare, wie ihr das die Länge so passt oder doch lieber länger oder nee, ich will jedes Rennen einzeln sehen. Kann ja auch sein. Ich pack das halt immer zusammen. So immer eine halbe Stunde so. Ich, ist ganz okay. Da. Oh, 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 oh. War schon. Ja, nice. Schön. Ja,
Gut, meine lieben Freunde, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja. Bis dahin, tschüss.